Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twine. Wieder mit der Katan. Hallo. Ja, und wie ihr schon hier rechts sehen könnt, wir stehen jetzt einem Drachen gegenüber. Der so süß ist. Sollen wir schießen? Ja. Okay. Ja, wow. Das hat jetzt sehr viel gebracht, aber siehst du, das geht einfach durch ihn hindurch. Ja, das, Okay. Das findet er ja so richtig gut. Ja, der chillt halt. Oh, der ist so süß. Kann ich hier einfach irgendwie... Das ist ein Schalter. Das wollte ich auch gerade probieren. Warte mal. Warum nicht einfach so? Oh ja, aber guck mal, meine Dingens wäre jetzt auch hängen geblieben. Was? Wo ist der hin? Er war nicht real. Das war nur eine Illusion, Pontius. Eine Art Wachhund. Er sah erschreckend echt aus. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Du hattest recht. Ah, das ist so schön gemacht. Ja, bei der Wii U Director's Cut Version hat sich das, soweit ich mich erinnere, nämlich schon draußen herausgestellt, dass der nicht real ist. Da gab's diesen Zwischenkampf gar nicht. Oh, guck mal, meine Planke hat jetzt auch gehalten, ne? Ja, aber ich glaube, wenn ich sie wegmache... Nö, ich lande auf sicherem Boden. Okay. Okay. Hätte ja sein können, dass da noch was ist. Warte mal, von einem Tor zu einem Tor. Okay. Oh. Nett. Zack. Zack. Und zack. Ich hab schon. Ich hätte auch einen alternativen Weg, wie du siehst. Ja, Alternativwege sind immer gut. Oh, Fahrzeug! Oh! War noch die eine. Ach, das ist noch. Ach, damit fahre ich das. Okay. Das ist noch eine. Ja, deswegen, ja. Hab's. Willst du aufsteigen? Ja, wäre cool. Warte. Was? Ach so, au, shit. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch schnell eine Planke machen und die dann so... Das, so hast du es, glaube ich, gar nicht gedacht. Du sollst unter dem Ding stehen. Damit dir diese Dingens als Schutz dient. Und da links ist auch noch ein Schalter, den musst du halt dann einen von beiden mit einer Kiste machen. Zieh dir das Ding über den rechten rüber. Ah, jetzt kann ich's ziehen. Ja, da musst du das komische Fass. Noch ein Schalter. Ja, und dann musst du dich auf den rechten stellen und links eine Kiste drauf. Und deswegen muss der Schutz über dem rechten sein. Das ist links. Was machst du denn? Dein Hut. Ach so. Dein Hut. War ach, der ist da oben drauf. Ja, deswegen konnte ich mich gerade gar nicht konzentrieren. Okay, warte. Was übers rechte. Andere Seite. Okay. Ja, genau da, wo das Ding auf den Schalter schießt. Und jetzt stellst du dich dann auf den Schalter drauf und machst links eine Kiste drauf. Und jetzt schießt er mit der Diebin auf den über der Tür. Glaube ich. Ah. Ja, okay, dann machst du auf den anderen auch noch eine Kiste. Du kannst ja zwei machen. Dann schießt er halt von näher drauf. Ja, Moment. Na. Also irgendwie? Oh, oder ich muss... eine Kiste... das... Ja, sorry, ich hoffe, man hat es jetzt nicht alles bei dir gehört. Ich muss es bei mir auf jeden Fall rausschneiden. Nope, hat man nicht gehört. Okay. Ich hoffe nur, ich vergesse es nicht.
Alter, bist du hast den Link nicht mehr aktiv. Ach. Oh ja, ich wollte mir, weil das nicht oben bleibt. Da hatte ich jetzt gedacht, ich mach mir halt... Ja, wenn du es von näher schießt und jetzt direkt durchläufst, müsste das klappen, ja. Ja. Und jetzt komme ich auch wieder dazu. Schön. Ja, wunderbar. Da hat das auch perfekt gepasst, dass du währenddessen noch ein bisschen probiert hast, während ich kurz AFK musste. Ja, alles gut. Ich meine, ich bin bei Portal ja auch schon mal öfters, ne? Ja. AFK gelaufen. So wird das nichts. Nope. Die Frage ist, womit oh dann... Gott. Ja. Ich bin dann durch. Ach so. Nee, nach unten schützen kann ich nicht. Aber ich sehe da gerade was. Guck mal, da unten kann man hier, das Ding wegnehmen. Dann leitet es das nicht mehr weiter. Ja, das Lustige ist nämlich, das macht Non-Stop-Monster. Ja, super. Und das Lustigere ist, die können dann auch noch hochspringen. Was? Ja, die müssten hier hochspringen können. Siehst du? Und jetzt klettern die hoch. Ich habe jetzt gerade nicht... Ah, ich sehe es schon. Okay. Oh Gott. Ist halt richtig lustig. Hier links kommt keine? Nee. Oh Gott. Ach, die ist da unten. Hier, nimm das. Und du auch das. Weißt du, du bist so vollständig. Nimm das, nimm das. Und ich so. Ich bin dann schon mal weiter. Ah, hier ist ein Hebel. Ich benutze den mal. Ja, aber hier oben ist auch noch was. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt hinkommen, aber... Ich habe unten auf jeden Fall irgendwas aufgemacht. Hier ist noch was. Ja, und unten geht's dann weiter, aber oben müssen wir eh hin. Hast du recht. Ja, hier ist noch Erfahrung. Ja, oben ist auch noch mal Erfahrung. Ups. Ungewolltes Schweben ausgenutzt. Ja, ist egal. Na, komm her. Warte mal, wenn ich jetzt das Ding hier drüben drauf stelle, kann ich mir das doch eigentlich einfacher machen. So. Weil dann habe ich den Schwerpunkt links hingesetzt und kann jetzt einfach chillig rechts hier über die Planke springen. Ja, wir müssen da eh runter. Ich habe da oben den Hebel schon benutzt. Sorry, ich finde das gerade sehr lustig. Du hast das extra gemacht. Aber wir müssen hier. Hier geht's weiter. Oh ja, ja. Du könntest mich vielleicht auch mal vorwarnen. Ich wusste zwar, die ist da runtergefallen, aber ich dachte mir doch... Oh, es macht ja Monster. Ich dachte, die wäre tot, Mann, mittlerweile. Ja, das sind ja die Monster aus dem Kessel. Ja, aber... Ich dachte, ich spinne vielleicht mal. Was? Du spinnst vielleicht mal? Oh Gott. Ich, was tue ich hier? Also du kannst ruhig sterben. Ich bin schon beim nächsten Checkpoint. Ich kann dich wiederholen. Ah, okay. Okay, ich bin irgendwie trotzdem da. Aber irgendwie gibt es hier einen Schalter. Der muss doch noch irgendwas bewirken. Da muss es noch einen zweiten geben wahrscheinlich. Oder mache ich dir da... Hier kommt gerade dauerhaft eine Kugel. Ich gehe mal runter. Warte mal. Ah, ich kann da draufstehen. Geh mal auf und da die Erfahrung holen. Achso. Die Erfahrung holen. Und dann gehe ich gleich wieder auf den Schalter. Weil eigentlich könnte ich auch einfach was draufstellen. Ja, oder eine Planke drauflegen. Das wird hier das Tor nämlich aufmachen. Echt chill hier mal. Ach, ich kann da aber nichts draufstellen, weil das von dem Feuer kaputt gemacht wird. Oh, ich bin aber da. Oder? Nee, es kommt jetzt dauerhaft, ne? Wird noch gar nicht kaputt gemacht, okay. Oh Gott. Ist aber alles gut. Ich bin oben. Und mach schon mal eine Spinne für dich platt. Ach, das ist aber lieb von dir. Ah, da müsste, glaub, oben gleich noch eine zweite kommen. Oh Gott. Ist hier irgendwas? Nein, ich bin runter. Ach, hier ist so ein... Oh, hier sind zwei... Ah, da oben nicht noch mal was? Spinniges. Ich dachte, da war noch mal was Spinniges. Hm.
So. Ne, scheinbar nicht. Okay. Hi. Hi. Oh, das wollte ich nicht. Oh, sorry. Ne, ne, ich habe aus Versehen getauscht. Ja, ist, wäre es noch schön, wenn ich das da irgendwie... Ach, da oben ist ja auch noch ein Spiegel. Ja, komm, das muss doch jetzt passen. Das... Na also, endlich! Yay! Oh. Ups. Flip. Oh, da ist ja ein Schalter. Ja, das bewegt das hier. Genau. Das da, ja. Schön. Schön, schön. Da muss irgendwo noch ein anderer sein. Ja. Das andere Schalter für das hier. Ich weiß, was du meinst. Oh, sorry. Aha. Aha, warte mal. Kann ich da schneller hochfliegen, wenn ich A drücke? Nee, das passt noch nicht so ganz. Nee, ich komme da aber auch nicht weiter hoch. Nee. Nee, doof jetzt. Wo könnte dieser andere Schalter sein? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie gerade überfragt. Du hast dich runterwerfen lassen? Okay. Das war ja großartig. Ja. Von mir auch. Nein! Wir müssen diese Rohre zusammensetzen. Ja, das haben wir doch schon. Ich erledige doch die ganze Arbeit. Aber nett zu wissen, dass man gebraucht wird. Ja, ich glaube, das reicht halt noch nicht. Deswegen wollte ich noch eine Kiste basteln. Okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine mache, geht die untere weg, weil das, glaube ich, auch meine ist. Ah, das hätte ich machen müssen. Okay, warte. So. Da musst du aber eine Planke machen. Ja. Wir müssen jetzt hier erstmal vorsichtig hoch. Lalala. Er steht. Planke! Sorry. Ich hab noch eine Idee. Kann mir da so eine Kugel klauen? Nee, die kommt nicht da weiter hoch, okay. Ich wollte mir jetzt ganz dreist so eine Kugel klauen, aber irgendwie. Ja, warte, dann mache ich die Plank. Ja, ich wusste noch, dass das untere noch deins war. Ja, passt schon. Ich mach mir. Nee, du kannst keins mehr machen. Lass los. Ja, das untere steht noch zu schief. Ich darf noch nicht gleich aufs oberste gehen. Ich muss jetzt erst die Planke setzen. So. Yay. Steht. Oh, Spinne. Süß. Nein. Oh Gott, jetzt dreh die doch nicht noch ein. Ja, tausche halt auf. Da oben ist übrigens noch mal eine, glaube ich. Zumindest kommt mir das so vor, was ich da so effektmäßig sehe. Und ich glaube so... Ja, und ich glaube so wie wir dahin sind, ist es eigentlich gar nicht gedacht. Ist vielleicht nebenan eine Bubble? Ach so, das kommt von rechts, kommt da Feuer. Ach so, verstehe. Ja. So. Okay. Oh Gott, gut, dass ich da nicht hoch bin. Au. Ich hab die wohl ein bisschen unterschätzt. Dezent. ups.
Ja, stimmt, wir hatten uns ja da so lustig rübergebaut. Ja. Na, ich sollte erstmal wieder hochkommen. Ja. Du willst mich auch nicht hochlassen. Doch, doch. Also bei der Wii U-Version konnte ich immer schöne Quadrate zeichnen. Hier kriege ich das irgendwie nicht fertig. Mach doch nichts. Hauptsache, du bekommst das, was du willst. Ja, richtig. Hab sie. Ich sehe ihre Überreste. Ganz viel Erfahrung gehabt. Ja, ich bin oben. Schon wieder etwas tot. Ja, nicht nur du, aber also ich hier auch. Sogar gleich etwas tot, aber... Oh, ich bin ganz runtergefallen. Ich auch jetzt. So. Ich traue diesen Blasen nicht, die kommen doch eh nimmer. Hast du bei mir was noch da? Du? Blase. Blubbel. Bubble, bubble. Ja, Akrobatikschule und so. Ja, durchaus. Oh, eine Kiste. Ich bin da schon mal drüben, ne? Ja, ja. Mach du nur. Ich gehe mal auf die andere Seite. Hui. Okay, ich sollte vielleicht noch ein bisschen schräger machen. Ja. Ja, 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 verarsch mich. Ich mache die Vorarbeit und dann... Levelanstieg. Ey. Da fehlen noch welche. Ja, die eine habe ich mal geholt. Ich habe die andere. Zwar nicht so ganz so skillig, aber... Okay, da komme ich jetzt nicht hoch. Das sieht doch noch schon wieder nach Monstern aus. Durchaus. Ich will jetzt mal mein Eisschild testen. Ich meine, ich müsste ja ein Eisschild haben. Das müsste die theoretisch einfrieren, wenn sie mich angreifen wollen. Es geht hier weiter runter. Oh Gott, du scheiß weh. Ja, das hat dich gerade verfolgt. Ach so. Kann ich eigentlich wieder irgendwas Schönes? Ja, kann ich. Oh Gott, du. Ja, kommt das Vieh, während ich skill. Ja, und ich bastel hier rum. Ja, dann beschütze ich dich mal. So, ich weiß jetzt nicht, ob das was gebracht hat, aber ich habe das jetzt erstmal so rausgemacht. Ach so, dadurch ist der Topf oben nicht mehr erhöht, deswegen kommen vielleicht auch keine Monster mehr. Das könnte sein. Und? Bislang ist ruhig. Okay, dann gucke ich mal im Skill-Menü. Was habe ich denn? 2 Stück. Hauptsache, ich habe es gemacht, während sie noch kamen. Ja, das ist, ich weiß es nicht. Sieht so aus, als geht's hier rechts gleich weiter. Ich glaube, ich mache mal 3 Objekte. Weil manchmal haben wir jetzt das schon mal gebraucht, ne? Diese Auswahl. Ja, aber so. Wir haben ja auch jeweils beide mehrere Objekte. Das musst du ja auch bedenken. Ja, ich habe jetzt trotzdem mal 3 Objekte gemacht. Ja, da kommst du ganz einfach durch. Ja, ich bin echt so ein Held. Ich wollte nur gucken, ob da oben noch was ist, aber scheint nicht so. Okay. Hui, hui. Hauptsache, wir haben erstmal dieselbe Idee. Hui, ups. Ich will die Erfahrung da holen. Oh. Zack. Ja, ich krieg's nicht hin. Weißt du, ich krieg das noch auf die Reihe? Nicht so. Bäh. Oh, scheiße, das wollte ich nicht.
Ja, aber das ist eine gute Idee. Warte mal. Ich kann jetzt hier einen solchen machen. Halt. Einen solchen. Dann kann ich wieder den Jumpskill machen. Ah ja. Geht doch alles. Und ich soll da erst wirklich runter? Nö. Ich stell meine Kiste, eine Kiste drauf. Ups. Zack. Okay. Tschüss. Ich folge dir. Oh. Lest du dich, ne? Ja. Ja, danke, ich lese auch mal. Was für einen Spaß wir hatten. Lass uns das nächste Jahr wieder machen. Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Ich liebe... Hier fliegen überall Briefe von diesen Frauen herum. Ich glaube nicht, dass wir immer noch nach Blumen suchen. Schon mein neues Schwert gesehen? Nein, oh. Ah, vielleicht skill ich das beim nächsten Mal. Kostet zwei Dingens. Okay, dann muss ich noch ein... Na, ich muss erst, glaube ich, das... Ja, ich muss erst sogar noch das Frostschild machen. Ja, gut, das... Ach so, das ist davor schon, oder wie? Okay. Ja, ja. Das habe ich noch nicht. Ich habe das bisher, ehrlich gesagt, bei mir noch gar nicht ausgetestet, aber... Ich hab's theoretisch mal. Ah, ich habe zumindest schon die zwei Erfahrungspunkte, die da waren. Oh, natürlich. Gut, dass hier eine Bubble ist. Ja, danke. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, ne? Ach, scheiße, ich muss erst... Okay, dann weiß ich wie. Bin drüben. Okay. Ja, ich muss jetzt nur mal checken, dass ich auch da hochkomme. Zack und zack und zack. Wieso geht denn das jetzt? Was hätte ich denn machen sollen? Ich hab's unten richtig getimt und dann hat's oben nur mal gepasst. Ich hab's schon mal gelöst. Ja, ich glaube, man muss wirklich einmal nach links rüberspringen, damit das passt. Ja, ja, muss man auch. Das ist ja tricky gemacht. Das reicht nicht. Ja, warte mal, wir können versuchen, dass ich hier unten eine Gegend stelle. Achso, das reicht auch nicht. Nee. Warte mal, ich muss die unten gegen eine von meinen Kisten stellen. Ja, reicht auch nicht. Warte, ich habe eine Idee. Oh. War da gerade was zum Festhalten? Ja, der Schalter muss das Tor öffnen, das habe ich doch schon gemacht. Bescheid so. Oh. Nö. Irgendwas ist da aber, wo ich mich... Irgendwo hält sie sich aber fest. Ja, keine Ahnung. Oh, toll. Könntest du noch mal so wabbeln? Ja. Danke. Toll. Bin aber auch gerade zu blöd für. Geht doch. Kannst du da unten zwei Kisten hinstellen? Ich weiß. Dann mache ich das mit der Planke. Ah, halt, falscher Charakter. Gut, eine wird sich jetzt zerstören, aber... Oh. Ja, toll. Oh, warte. Die unteren Kisten müssten halt von dir sein und dann können wir da eine Planke hinsetzen. So, jetzt kommt das Feuer nicht mehr. Aha. Aber jetzt... Ach ja. Ja. Problem. Ach so, ja, aber wir können ganz schnell auf den Turm springen und dann rüberspringen wahrscheinlich. Meinst du, das reicht? Ja, ich denke schon. Warte, ich würde eher... Na gut. Und zur Not habe ich hier eine Bubble. Also zur Not kannst du dich auch sterben lassen. Okay. Ah, bin da. Gut. Oh Gott. Süß. Ich einfach mal drauf klopfen. Und ich treffe nicht. Jetzt habe ich getroffen. Oh Gott. Oh. Komm. Greif mein Eisschild an. Los, tu es. Oh, da hinten kommt nochmal eine. Süß. Ja.
Weißt du, wie ich auf der Spinne stehe? Ja, du stehst auf Spinnen, ne? Ja, total. Total. Es gibt nichts Schöneres. Spinni. Oh, das war zu kurz. Ja, geh. Oh. Ich mach ja schon. Yes. Danke. Bitte. Ja, du wolltest auch nicht warten, bis ich fertig bin hier. Nein. Da, Erfahrung. Für dich. Achso, du bist tot. Hauptsache, ich merk's jetzt erst. Ja. Sorry, ich wollte deine Leiche nicht mitschieben. Das war nicht mein Plan. Aber ich muss da jetzt einmal hoch. Nach dem Motto kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ja, sorry. Aber hier kommt bestimmt eine Bubble. Ja, siehst du, da ist schon eine Bubble. Oh, what? Wieso bewegen sich die Dinger denn? Du weißt nicht. Ah, Erfahrung! Toll! Super! Du hast sie runtergeschmissen! Ja, Mann! Klappt es? Naja, das Rad ist voll durchgedreht. Na. Au. Toll. Irgendwann mal will ich da auch mal hochbekommen. Oh, komm. Achso, du machst mir das Tor auf. Danke. Ja. Ich geh dann mal durch. Ich glaube, hier ist aber auch nichts mehr. So, was passiert hier jetzt Schönes? Oh Gott, jetzt wäre ich fast weitergelaufen. Reicht es? Nö. Sie soll leben. Brach einfach nicht. Einfach nicht. Aber wir können da unten auch nicht irgendwie Müll reinstapeln, oder? Nee. Ja, das geht das wirklich nicht. Okay. Ich dachte vielleicht, wenn man schnell genug ist, aber gut, das ist eine Idee, klar. Dann kann der eine die Kiste aufhalten und der andere, ja. Ja, that's it. Ja, ich nehme mal die andere derweil. Ich check's nicht. Es hat mich gerade dermaßen verwirrt. Ja, dann. Ich wollte. Komm her. Ach, kann ich nicht. Ja, toll. Oh Gott. Das ist ernsthaft richtig timen. Oh Gott. Ach so, ich bin ins Falsche gesprungen. Nee. Ich bin tot. Ja. Yeah. Das wollte ich auch machen. Yeah. Oh. Wie knapp das bemessen war. Bitte, hier muss jetzt eine Bubble sein. Ja. Das ist jedes Mal so lustig. Du findest das toll. Ah, hier unten stirbt man. Okay, ich wollte es nur mal geguckt haben, ob da was ist. Ich find's nicht toll. Freude hat er auch noch. Ich weiß es nicht. Ja. Sorry. Tu mich auch. Ja, wie war das bei Portal, als ich mich selbst angelasert hab? Erstmal lachen. Bin ja, oben. Aber hier geht's um Spinnen. Das ist ein Unterschied. Ein herber Unterschied. Oh Gott. Das kommt einem echt nicht zu lang vor. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Was? Ja. Krass, gell? Ja, das kommt mir jetzt ernsthaft nicht so vor. Autsch. Ich bin tot.
Kannst du mal... Ach so. Danke. Bitte. So, ich habe die das jetzt mal weggemacht. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier zerstören. Was macht denn das Ding? Ach so, ja, aber das ist ja gut, weil wenn ich das jetzt... Ich war ja schon oben wegen Erfahrung. Ja, also eigentlich kannst du das drauf fliegen lassen? Das müsste ja klappen. Nein, das geht schade. Kaputt, deswegen habe ich es wieder runtergeschmissen. Ja, egal, aber wir müssen jetzt da rein, damit wir oben rauskommen. Ja, da war ich schon. Und dann... Da war Erfahrung. Und dann, wollte ich nicht das machen, sondern kurz kaputt machen. Kurz... Dass das kurz steht und ich drüber springen kann. Verstehst? Kurz steht's ja. Ja. Oh oh. Das hat gut funktioniert. Das sieht wieder gemein aus. Ja, bei mir schon. Ja. Chillig. Ich hab das böse Gefühl, die böse Vorahnung, dass man da wieder... Ach ne, machen sich von selber. Ja, komm, greif mich an. Ja, Tatsache, ist wirklich ein Eisschild. Ach, du machst gerade währenddessen schon den Schalter. Ja, okay. Wollte ich eigentlich. Aber du beschützt mich ja nicht. Ich hab nicht gesehen, dass da rechts auch ein Topf ist. Hallo, ich bin doch durchgelaufen. Die Sache ist nämlich die, wir können hier theoretisch da unten irgendwas puzzeln. Zumindest wurde es mir gerade angezeigt, dass man da was puzzeln kann. Der Hebel geht nicht mehr weiter rum, also habe ich es scheinbar geschafft. Ich habe es wohl geschafft. Ja, ich habe mal da unten weggepuzzelt. Ja, und irgendwie kannst du noch den Hebel bewegen. Ich kann ihn nicht mehr bewegen. Warte. Ups. Nö, ich kann ihn auch nicht bewegen. Ja, dann habe ich es schon geschafft. Dann lad mal weiter. Jupp. Achtung, Spinne, wahrscheinlich. Nicht? Nö. Okay. Aber gleich wahrscheinlich. Alter. Ja, ich hab noch ein paar spinnenlastige Level in Erinnerung. Oh, was ist, haben wir denn da? Hier ist Erfahrung. So. Ja, ich steh gerade am Anfang vom nächsten Raum. Sehe mich nicht, aber den Raum in so einer Seitwärtsansicht. Na nun. Jetzt, weil ich noch nicht da war. Willkommen, Fremde. Ihr habt alle Fallen für die Kobolde hinter euch gebracht. Aha. Ich bin Rosabelle. Einst war ich Königin dieses Landes. Was wisst ihr über diese Kobolde? Die Kobolde sind vor langer Zeit hier eingefallen. Sie zerstörten das Königreich und der Wald verwilderte. Frau Königin, wissen Sie etwas über eine sprechende Blume? Oder wissen Sie, warum die Pflanzen so wild wachsen? Ich kann euch mehr verraten, aber erst müsst ihr mir helfen. Draußen am See ist ein Schloss. Das Haus meines Vaters. Dort sitzt nun der Koboldkönig und beschmutzt die Hallen. Erschlagt ihn und ich sage euch alles. Ihr könnt alle Schätze, die ihr findet, behalten. Klingt nach einem Angebot. Nahm Rosabelles Einladung zum Abendessen sofort an. Als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog, sammelten die Helden ihre Stärke. Bald verließen sie das unheimliche Haus. Es war schon spät. Aber ihre Aufgabe trieb sie weiter. Es ist besser, mit vollem Magen zu reisen. Diese Rosabelle ist schon eine feine Dame. Ich denke, sie war schon ziemlich hübsch. Für eine ältere Frau. Also hübscher als deine Frau? Sie muss krank vor Sorge sein. Oder sehr wütend. Wahrscheinlich beides. Dann wollen wir hier einen Cut machen? Ja. Weil passt doch perfekt. 34. Okay. Ich hab vergessen. Ich glaube, ich muss. Weiß es gar nicht. Jedes Mal dasselbe, Leier. Ja, irgendwer macht einfach. Ja, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, hoffentlich hattet ihr irgendwie Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder ein Like würden wir uns sehr freuen. Und schaut doch auch mal bei Katan vorbei. Oder halt beim Stu. Und ja, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Twine 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Tschüss.